Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute lese ich Ihnen die fünfte große Botschaft vor, die ich am 23. September, dem Gedenktag des heiligen Pater Pio, erhalten habe. Es ist eine außerordentlich große Gnade, dass wir in der nächsten Zeit zahlreiche Botschaften von Gott erhalten werden, um in dieser schwierigen Corona-Phase Trost und Stärkung zu erfahren. Ich empfehle Ihnen, einen Ordner anzulegen, um die Botschaften zu sammeln. Jede dieser göttlichen Mitteilungen ist auch mit einem Datum versehen, sodass Sie sie chronologisch abheften können. Erneut rufe ich Sie dazu auf, die Botschaften in Ihrem persönlichen Umfeld zu verbreiten. Es sind bedeutende Worte des Herrn, die in jedem Herzen kraftvoll wirken wollen. Hören Sie nun, was Jesus uns zu sagen hat. Ich habe Gefallen an dir gefunden. Was mein ist, ist dein. Ich teile alles mit dir. Verzage nicht, alles geht vorüber, ich bleibe ewig. Als ich die Worte betete, ich danke dir für alle Gaben, die ich heute wieder aus deinen heiligen und ehrwürdigen Händen empfangen habe. Es ist wahr, ich bin der große Geber. Alles erhaltet ihr durch mich. Großzügig will ich meine Gnade über dir ausgießen. Verzage nicht, ich sorge für alles. Ich schütze dich mit meiner Hand. Nichts wird dir geschehen. Menschen kommen und gehen. Ich bleibe ewig. Hör auf meine Stimme. Sie flüstert dir zu. Groß sind meine Werke. Alles ist mir möglich. Die Menschheit wird staunen, was ich alles vollbringe. Es gefällt mir, wie du mich ehrst. Bleibe stets demütig, das gefällt mir. Schaue auf mich, dann kannst du nicht fallen. Ich bin das Licht, ich weise dir den Weg, wenn nur alle auf mich schauen würden. Viele Botschaften werde ich dir noch geben, es ist notwendig. Schreib alles sorgfältig auf und verkünde es. Das gefällt mir. Hab keine Angst, es gibt keine Bedrohung mehr. Streck deine Hand aus, ich werde sie dir füllen. Aus meiner Fülle gebe ich dir reichlich. Mehr als du tragen kannst, gib es weiter. Schaue nach vorne, ich bin das Licht. Groß sind meine Werke, groß sind meine Taten. Verborgen sind euch meine Wege. Es wird sich alles enthüllen. Alle werden es sehen. Halleluja! Preist den Vater. Er ist auch mein Vater. Ich will nicht, dass du verzagt bist. Du hast keinen Grund dazu. Tu, was ich dir sage, dann kannst du nicht irre gehen. Ich bin dein Gott. Amen.